Zehntausende Menschen sind am Dienstagabend zum Wahlkampfhöhepunkt von Kamala Harris nach Washington gekommen. Die National Mall in unmittelbarer Nähe des Weißen Hauses ist ein symbolträchtiger Ort. Harris erinnerte daran, dass ihr republikanischer Gegner im Präsidentschaftsrennen, Ex-Präsident Donald Trump, von hier aus einen bewaffneten Mob zum Kapitol geschickt habe. We know who Donald Trump is. Sehen Sie, wir wissen, wer Donald Trump ist. Er ist die Person, die vor fast 4 Jahren an dieser Stelle stand und einen bewaffneten Mob zum Kapitol der Vereinigten Staaten schickte, um den Willen des Volkes in einer freien und fairen Wahl zu kippen. Eine Wahl, von der er wusste, dass er sie verloren hat. Amerikaner starben infolge dieses Angriffs. 140 Polizeibeamte wurden durch diesen Angriff verletzt. 140 law enforcement officers were injured because of that attack. Harris sagte, sie wolle eine Präsidentin für alle Amerikanerinnen und Amerikaner sein und das Land wieder versöhnen. And the fact that someone disagrees with us does not make them. Die Tatsache, dass jemand eine andere Meinung als wir hat, macht ihn nicht zum inneren Feind. Sie sind Familie, Nachbarn, Klassenkameraden, Kollegen. Sie sind Mitbürger und als Amerikaner steigen wir gemeinsam auf und wir fallen gemeinsam. Fast zeitgleich hatte Trump einen Wahlkampfauftritt im hart umkämpften Swing State Pennsylvania, und zwar in der Stadt Allentown. Dort sind mehr als die Hälfte der Bevölkerung in der Gegend Latinos. And I'm so proud that we're getting support from Latinos like never before. Und ich bin so stolz darauf, dass wir so viel Unterstützung von Latinos bekommen wie nie zuvor. Wir stellen alle Rekorde ein, Hispanics, Latinos. Niemand liebt unsere Latino-Gemeinschaft und unsere puerto-ricanische Gemeinschaft mehr als ich. Niemand. Ich habe mehr für Puerto Rico getan als jeder andere Präsident. Yeah, it's interesting because I've done more for Puerto Rico than any president by far. Nach Angaben von Election Hub an der Universität von Florida haben bereits 51 Millionen Amerikaner gewählt. Eine Woche vor der US-Präsidentschaftswahl liegen Harris und Trump in der Wählergunst faktisch gleich auf.